Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sleeping Dogs. Wir müssen hier im Krankenhaus Onkel Po retten. Irgendwie macht der Aufzug Probleme, wir stecken hier fest und die Feinde sind überall. Die 18K-Gang. Wirkliche Problemfälle sind das. Solche Problemfälle, dass ich sie hinrichten muss. Oh, Backe. Hier mal kurz in Deckung, würde ich sagen. Die Taglights blenden extrem. Also diese Taschenlampen auf den Waffen. Schöner Gesichtstreffer aus der Entfernung. Da vorne ist Onkel Po's Zimmer. Was haben wir denn hier für eine Waffe? Die nehme ich mal lieber mit. Können wir froh sein, dass wir den Typen schnell ausgeschaltet haben. Weil diese Teile sind wirklich heftig. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Außer ein paar Röntgenbilder. Ich hoffe, die haben Onkel Po nicht schon längst erledigt. Das käme uns nicht unbedingt gelegen. Whoa, whoa, easy, easy. 18K shut off the power. Uncle Po is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. These guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered. Und jetzt läuft's auch noch auf Zeit, aber wir können nicht einfach da reinrennen. Auch wenn ich das schon ein paar Mal gemacht habe, das war dumm meistens. Okay. Zack. Komm her, du Drecksack. Du Mistfliege. Okay, ich renne einfach durch, komm. Mal jetzt volle Ladung Action. Yeah. Scheiße, nachladen. So viel Zeit muss noch sein. Wir leben noch. Fuck. Oh, Backe. Das wird eng. Geht's Ihnen gut? Keine Sorge, ich tue Ihnen nichts. Ich suche mir nur den Hotbutton. Sicherheitskonsole hacken. Wo ist die? Da. Ach du Scheiße. Gib uns doch einfach das Passwort. Die Leute, die daneben sitzen. Jetzt müssen wir das Ding hacken, aber die müssen das doch wissen, wenn die hier gearbeitet haben. Und es geht alles auf Zeit. Erstmal 1, 2, 3, 4. Enter. Alle falsch. Gut, dann 5. Mache ich hier mal 8. 7. 6. 5. Oh, krass. Das bedeutet die 9 vielleicht. Und die 7 tausche ich mal mit der 6. Und die 5 müsste ja dann auch da sein wahrscheinlich. Und dann nehme ich mal da hinten die 9. Ich habe nicht viel Zeit. Ach, alles falsch. Ah, nein. Dann bedeutet das wahrscheinlich, dass hier die 6 ist. Dann mache ich mal hier die 5 hin. Und die 7 und die 9, die tausche ich mal. Vielleicht klappt es ja so. Fast. Aha, 5 und 9 müssen gewechselt werden. 5. Immer mit der Ruhe. Wir haben noch genügend Zeit. Zugriff gewährt. Alright, alright. I'm coming back. Wait, give me a hand. Scheiße. So, wir rennen die da. Nehmt das hier, Penner. Der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Okay. Four of them. Over here. I got you covered. Ey, ich dachte, den sende ich mal eben den Schädel weg, aber da war wohl nichts. Komm hier, ich bin hier hinter. Mann, ey, das hakt. Ey, das gibt's nicht. Ich hab dreimal dahin gedrückt, dass ich mich da in Deckung begeben will, dann stand der immer wieder auf. Vielleicht, weil der Typ mich weggeschoben hat oder so, ich weiß nicht genau. Okay. Das hätte ich eigentlich so schaffen müssen, das war jetzt echt doof. Kann so ein Ding in die Luft gehen? So ein Feuerlöscher? Leider nicht. Okay. They're coming in behind us. Ach du Scheiße, ey. Das hört ja gar nicht mehr auf. So, jetzt in Deckung gehen. Hallo, ich drücke 5-mal Steuerung. Also das hakt wirklich, wenn du mit Tastatur spielst manchmal. Der lebt noch. Ich hab den voll auseinandergesiebt. Würden das Menschen überleben können? Außer 50 Cent vielleicht. Der hat sowas schon überlebt.
Oh, verdammt fliegen lassen. Okay, schon wieder von der anderen Seite. Ey, der steht da schon wieder einfach auf. Ich glaube, das liegt daran, wenn der andere Kerl in Deckung geht oder feuert oder so, dass mein Kerl dann aufsteht. Oh, Backe. Reicht das jetzt langsam? Boah. I think we're clear. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? I mean, who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code. Even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings. Even in a fucking hospital. And for what? Shit. Let's get out of here. More cops. Kiddo, kiddo. Ujo. Na, die schütteln wir doch mit links ab. Schüttel ich auch mit 10 Kugeln in der Brust noch ab hier, die Cops von Hongkong. Das lief ja bisher immer ganz gut. Geile Karre. There's a lot of them. I'm beginning to dislike. What the fuck are you doing? Oh, scheiße, es sind richtig viele Cops. 4 Polizeiwagen sind hinter uns her. Das ist bisher der Peak an Cops. So viele waren, glaube ich, noch nie hinter uns her, wenn ich mich irre. Ach du Kacke. Da wollte ich eigentlich drüber hüpfen an der Seite. Ha! Ja, Sachschaden ist jetzt sowieso schon längst gegessen, das Thema bei dieser Mission. Yo, alter Finne. Aber gut entkommen. Ich glaube, die hätten wir. Au, Backe! Also wer da mit mir hinterher kommt, da weiß ich aber auch nicht. Muss man nur aus dem Radius irgendwie kommen. Shit, die kommen mir tatsächlich hinterher. Wie soll das funktionieren? Und so einen Zaun kann ich, glaube ich, gar nicht durchfahren. Die sind auch Stahl. Nee, so kommen wir nicht weit. Sei nicht, ich stecke jetzt fest. Nee, tue ich auch nicht. Zum Glück. Dass man hier diese blöden Zäune nicht durchfahren kann. Jetzt hänge ich natürlich hier hinter, weil ich da gegen diese Palme geflogen bin. Komme hier nicht weg. Komme hier nicht mehr raus. Ohne aus dem Auto auszusteigen, leider. Das ist ja blöd. Jetzt ist die Mission für die Katze oder was? Haben die nicht irgendwie ein Loch im Zaun oder sowas, wo ich langfahren könnte? Okay, ich muss aussteigen. Und jetzt muss ich hier irgendwie hoch. Oh Mann. Kann ich denn das Fahrzeug hier überhaupt verlassen oder werde ich dafür gleich hingerichtet? Alter. Das wird heftig. Das wird richtig heftig. Jetzt ist auch unser Kollege nicht mehr bei uns. Und da ist der hinter uns. Hier, ich muss deine Karre abklauen hier, Alter. Mach mal den Platz. Spring rein, Alter. Oh, der ist bei uns. Sehr gut. Komm schon, spring rein in die Karre. Alter, spring endlich in das Fahrzeug rein. Vielleicht klaut ja der Geldbesitzer hier wieder den Wagen. Super Fluchtwagen, ein Geldtransporter. Das passt ja richtig zur Session gerade, wo einiges schief gelaufen ist. So, jetzt müssen wir die Cops damit abhängen. Und dann können wir die aber wenigstens umrahmen, weil der Wagen ist ja gepanzert. Das heißt, die Waffen können uns nicht viel anhaben. Die Pistolen, Kugeln und so weiter. Und hier ist ein Gesundheitsschrein, noch ein Micha. Fuck! Okay, good. Wenn ich mich gar nicht so weit von dem Areal entferne, könnte man ziemlich nachher die Gesundheitsschreien organisieren. Aber das wird, glaube ich, noch eine längere Verfolgungsjagd heute. Einfach dreimal im Kreis. Ah ne, hier lieber nicht hoch. Okay, ich glaube, ich schaffe es heute ausnahmsweise mal so wirklich den Cop-Bonus gar nicht zu verinnerlichen. Ah,
Fuck. Oh Mann, zum Glück haben wir eine gepanzerte Karre. Andererseits wären wir mit der anderen schon längst über alle Berge. Komm hier durch. Yo, wir verfolgen jetzt nicht so schnell. Die verfolgen uns? Was zur Hölle? Welcher Kopf würde jemals da runterfahren? Mach Platz. Keine Zeit für Unschuldige heute. Oh oh, das war nicht gut. Da geht's nur in eine Parkgarage. Kann ich in der Parkgarage nicht einfach stehen bleiben? Mach, ich war am Acker. Ich baller jetzt nochmal voll in die Cops rein, Alter. Jetzt aber richtig. Schade, oder auch nicht so richtig. Ich glaube, wir hängen die gerade ab. Ja, Mann. Wir haben es geschafft. I think we're clear now. I'm glad you showed up, Wei. I appreciate you calling me. So what's next? It's up to Uncle Po. But I'm guessing war. Yeah, but against who? Those guys were 18K, and I'm starting to wonder. A lot of people stand to benefit if Uncle Po never leaves the hospital. He might walk out of there alive. I hope so. You know, but Dog Eyes is gone, and this shit keeps happening. Might be that someone is pulling strings, trying for a move that lands him in control of the Triad. The 18K are getting out of hand. We have to send them a message. Damn straight. Ich wollte eigentlich gerade nochmal, weil ich hier so gerade so dumm rumfahre, nicht weil ich im Gespräch nur lausche, sondern auch weil ich geguckt habe, wo denn jetzt eigentlich diese Gesundheitsschreine waren. Das habe ich aber jetzt in der Euphorie des ganzen, der ganzen Angelegenheit. Ah, da vorne waren sie doch. Ah, sehr schön. Moment mal. Die will ich mir jetzt auch mitnehmen. Noch. So als kleine Belohnung für zwischendurch. Komm, der schafft das, der Wagen. Der schafft das, der schafft das. Hier, mach mal Platz. Oh, oh. Nochmal, da muss ich mal ein bisschen Anlauf holen. Ah, nochmal ein bisschen so und jetzt hoch hier. Hier ist gar kein Gesundheitsschrein. Eigentlich müsste der genau jetzt hier stehen und wahrscheinlich ist der unten drunter, ne? Ach. Jetzt bin ich extra hier drauf gefahren. Aber ist der unten? Boah, wie viele Unschuldige ich auf dem Gewissen habe. Hier ist er bestimmt. Ich steig mal eben aus. Kannst gerne mitkommen. Dann würde ich nämlich auch mal eine andere Karre klauen, genau. Schön, und da haben wir noch einen Gesundheitsschrein. Da hinten sind auch noch zwei. Heilige. Müsste man es ja eigentlich fast holen, ne? Vier für nächstes Gesundheitsupgrade. Ein paar sind noch da. Ich glaube, wir kriegen das noch voll bis zum Ende des Spiels. Die Überpower an Gesundheit. Wenigstens etwas mal, ausnahmsweise, schaffen wir dann. Obwohl das jetzt die natürlich auch gebacken bekommen haben. War ein bisschen problematischer, als das Auto dann plötzlich abgestürzt ist, aber dafür konnte ich ja eigentlich auch nur wenig, außer dass ich da den Überkiller-Move gebracht habe, der dann voll in die Hose gegangen ist. Aber lustig war es allemal. Darum geht's ja, ne? Es geht ja eher um den Spaß am Spiel, Spielspaß und Spannung. Wie ein Kinderüberraschungsei. Die ich übrigens sehr gerne esse. Schmeckt gut. Obwohl ich mag auch viele andere Schokolade, ne? Mögt ihr eigentlich Schokolade oder findet ihr das schrecklich? Ich glaube, es gibt nur wenige Leute, die mir sagen würden, oh, ich finde Schokolade voll schrecklich. Ich glaube, 99% der Leute sagen, Schokolade ist geil. Ich glaube, es gibt wenige Sachen, die so gut ankommen in der Welt wie Schokolade. Es mag einfach fast jeder Schokolade. So, und da vorne haben wir auch noch einen Gesundheitsschrein. Da können wir bestimmt auch nochmal hindackeln. Und dann bräuchten wir nur noch einen fürs nächste Gesundheitsupgrade. Und ich glaube, das wäre dann fast auch das vorletzte oder vorvorletzte Gesundheitsupgrade. Da wage ich aber nicht, meine Hand für ins Feuer zu legen, welche genau jetzt das wäre. Da ist der nächste Gesundheitsschrein. Geil. Lohnt sich. Ist der Typ noch hinter uns? Alter, wo ist der Kerl hin? Der kam wohl nicht nach bei den ganzen Klettermanövern oder was? Da ist er doch, da ist er doch. Ein bisschen aus der Puste. Mal gucken, ob der mir hinterher springt. Der musste schon kommen, hier. Ach, der geht tatsächlich die Treppenstufen runter. Und dann probieren die da eine Wegfindung aufzuzeichnen. Gut. Ich könnte ihr Fahrzeug gebrauchen. Ich muss da noch Ricky abliefern, den guten Ricky. Ja, ja, ja. Genau, so hätte ich das auch fast gesagt. Aber ich wollte es nicht ganz sagen. Oh, die regt sich ein bisschen auf. Stampft auf den Boden.
Ich krieg zu viel. Super war das. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch 3 Gesundheitssteine gefunden. Das lohnt sich. Nochmals für zwischendrin. Und jetzt setzen wir Ricky ab. Dort ab, wo er hin will. Und das ist genau hier. Drop you here. Cops might be watching the place. Hey Ricky, keep it tight. There aren't that many decent guys left in this gang. All right. See you. Bye. Na, das war doch Action pur. Mission abgeschlossen. Intensivpflege. Kopferfahrung so wenig wie noch nie, glaube ich. Aber dafür eine Menge Triadenerfahrung und Hongkong-Dollar. 5000 Scoundrel-Berichte bei Ricky Wong. Und den wollen wir uns mal reinziehen, den Bericht gerade. Ah, da muss ich ja mein Handy wieder, an das schöne Handy. Berichte. Scoundrel-Berichte über Ricky Wong. Okay. Scoundrel-EF-Akte. Über Ricky Wong. Da ist der Bericht, dass Ricky... Scoundrel meldet, dass Sonny Woo Ricky Wong zu seiner rechten Hand ernannt wurde. Also zu der rechten Hand von Onkel Po. Aber der wollte ja nicht den Vorsitz annehmen. Das hätte er mal besser gemacht, dann wäre die Sache besser gelaufen. Wenn ihr euch den Text durchlesen wollt, wie immer einfach Pause drücken. Scheint ein netter Kerl zu sein. Wir düsen jetzt aber mal weiter. Wir machen noch ein bisschen Spektakel, oder? Komm, wir machen jetzt einfach noch ein bisschen Rowdy-Turnier. Mal gucken, wie viele Passanten ich auf einmal fahren können. Oh, Entschuldigung. Nee, das lasse ich sein. Also das, ich habe keiner gesehen. Das war nicht Wei Shen, weil Wei Shen ist ja ein guter. Der würde ja niemals Passanten platt fahren. Aber hier, geil runterspringen. Das macht er. Boah, scheiße. Wäre das doch zu geil gewesen, wäre ich da auf der anderen Straßenseite gelandet. Mal gucken, ob man da irgendwie was machen kann. Oh, das Nummernschild ist irgendwie gebrochen, ne? Sieht ja lustig aus. So. Da ging es aber, glaube ich, eben wirklich, dass ich mich Alter, einfach da von der einen Seite auf die anderen schleudern, springen, fliegen können. So Transporter-mäßig, wie ein Transporter. Wow. Geht schon gut ab wie ein Zäpfchen hier, der Wagen. So eine kleine Rallye-Aktion schadet ja nicht. Das könnte ich denn mal kaputt fahren. Hier kann man doch so schön die Parkuhren, aber jetzt sind hier natürlich keine Parkuhren. Ist doch langweilig. Wo sind hier die ganzen Parkuhren hin? Hier waren sonst noch immer welche. Unfallfreie Fahrt. Wie lange können wir es wohl schaffen? Boah ja, die Herausforderung nehme ich jetzt an. Nur 1 Minute 27 Sekunden ist das Highlight bisher. Die Herausforderung nehme ich an. Nee, lieber wieder auf die richtige Seite. Wo sich da ein kleiner Stau bildet. Shit. Wow. Das ist natürlich gefährlich. 28, 30. Und hier wieder Vorsicht geboten. Wow. Ach du Heiliger. Wir müssen auf jeden Fall auf dem Highway bleiben, auf dieser breiten Straße. Sonst funktioniert das niemals. 40, 42. 44, 45, 46. Ja, die Straßen sind ein wenig leer heute Nacht hier im schönen Hongkong. Und jetzt ab Richtung Kennedy Town. Das ist eine gute Autobahn für so einen Zweck. Was war mit dem los? Ich halte auch immer drauf, wenn so ein Geisterfahrer mir entgegenfährt, dann fahre ich dem immer entgegen. Ich weiche dem unter keinen Umständen aus. Ach du heilige Scheiße! Nein! Ich hab's nicht geschafft! Das regt mich auf! Ah! Ah, ich reg mich auf! Deswegen fahre ich erstmal die ganze Baustelle kaputt. Naja, das war's von dieser Folge von Let's Play Sleeping Dogs und wir sehen uns dann in Kürze wieder. Bis dahin, Freunde! Ja,